Hallo, ich grüße dich ganz herzlich aus Valencia. Wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mal gerne mit dir sprechen über ein Thema, das immer wieder aufkommt. Warum kostenfreie Hilfe dir nicht wirklich nützlich ist. Und hallo, liebe Julia. Und warum es viel, viel klüger ist, in dich zu investieren. Mit anderen Worten, hallo liebe Sarah, es geht um das liebe Thema Geld, weil das sind Dinge, die immer mal wieder aufkommen, die mich ja auch schon mal viel beschäftigt haben in meinem früheren Leben, als ich noch so im Mangel war. Warum ein Coaching, ein Mentoring-Programm denn immer Geld kosten muss, warum es das nicht kostenfrei geben kann, warum es auch so viel kosten muss oder sogar im Hochpreissegment sein muss, also mehrere tausend Euro in die Hand nehmen. Warum muss das so sein? Das sind Fragen, die ja immer mal wieder beschäftigen und darüber möchte ich mal mit dir sprechen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu laut hier und du kannst mich dann noch gut hören. Schau mal, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn ich in meinem Computer schaue, was da an Dateien, an kostenfreien Dateien, E-Books, PDFs, wenn ich ins Bücherregal gucke, was da an Büchern steht, mit Anleitungen, mit Lösungen, mit Handlungsimpulsen und. Und wenn ich auch den Computer durchforste, und das ist wahrscheinlich bei dir ähnlich, und nach Kursen gucke, hallo lieber Jürgen, hallo liebe Margit, die ein paar 20, 30 Euro gekostet haben oder die vielleicht auch 100, 200 Euro gekostet haben, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir schauen uns das an. In manche habe ich bei mir noch gar nicht mal reingeguckt, weil ich irgendwann dachte, okay, ich kaufe es mir mal. Sorry. Ich kaufe es mir mal, irgendwann gucke ich dann mal rein und habe es letzten Endes doch nicht gemacht. Oder du hast dir ein ganz tolles Buch von einem ganz tollen Autor gekauft und du kommst dann an irgendeinen Absatz, wo der Autor schreibt, mach jetzt die und die Aufgabe und lies auf keinen Fall weiter, bevor du diese Aufgabe nicht zu 100% erfüllt hast. Jetzt mal Hand aufs Herz. Ich gehe mal von aus, dir geht es genauso wie mir. Entweder liest du trotzdem weiter, vielleicht auch, weil die Aufgabe gerade ein bisschen unbequem ist und du denkst, irgendwann mache ich sie später mal. Oder du machst die Aufgabe, aber nur halbherzig, dann bringt dich die Aufgabe nicht wirklich weiter. Oder du machst die Aufgabe vielleicht auch aus ganzem Herzen heraus, so gut du es kannst, dann fehlt dir letzten Endes aber das Feedback dazu. Das heißt, der Autor des Buches kann dich ja da nicht an die Hand nehmen und dir sagen, okay, du hast die Aufgabe wunderbar erfüllt, jetzt kannst du den nächsten Schritt machen. Das heißt, du bist ja da auf dich alleine gestellt. Und so dümpeln auf unseren Computern und Handys ganz viele Dateien und Anleitungen, die kostenfrei sind, rum. YouTube-Kanäle. Da gibt es ja massenhaft Anleitungen und kostenfreie Anleitungen und. Aber letzten Endes setzen wir es nicht um. Oder zumindest nicht zu 100%. Und wenn wir es nicht zu 100% umsetzen, hallo liebe Evelyn, wenn wir es nicht zu 100% genau so umsetzen, wie es der Autor, der Mentor, der Coach eben vorgibt, dann kann ich natürlich nicht die entsprechenden Resultate erzielen. Das ist genau wie ein Kuchenrezept. Wenn ich das beste Marmorkuchenrezept auf dieser Welt habe, und ich gebe dir, und der schmeckt dir, du hast ihn bei mir getestet. Und der schmeckt dir total gut und du willst den auch nachbacken.
und ich gebe dir das Rezept. Wenn du da irgendwas veränderst, wenn du weniger Zucker reinmachst oder eine andere Mehlsorte nutzt oder was auch immer, statt 5 Eiern nur 2 Eier nimmst, egal was, dann wirst du nicht den gleichen Marmorkuchen rauskriegen aus dem Backofen. Richtig? Bist du da bei mir? Und so ist das mit diesen kostenfreien Anleitungen, die wir woher auch immer bekommen. Das können alles Inspirationen sein. Das können Inspirationen und Anleitungen sein, ja. Aber du wirst, genauso wie ich in meinem früheren Leben auch, nicht zu 100% die gleichen Resultate erzielen. Weil, und da kommen wir jetzt nochmal zu dem Thema Geld. Es hat ja nicht wehgetan, sich kostenfrei was zu holen. Es hat auch nicht wehgetan, sich mal ein Buch für 20, 30 Euro zu kaufen. Es hat auch nicht wehgetan, mal sich einen Kurs für 100, 200 Euro oder so zu kaufen. Das hat vielleicht schon mal ein bisschen, je nachdem. Also ich war in meinem früheren Leben ja auch in einer Situation, wo 100, 200 Euro schon wehgetan haben. Aber trotzdem, zu 100% habe ich das alles nie so umgesetzt. Wir machen das einfach nicht. Und erst in dem Moment, wenn du in dich investierst, und da geht es jetzt nicht darum, einfach nur Geld zu holen und dir irgendwas zu kaufen, sondern in dich investierst, sodass du wirklich die Anleitungen, die du bekommst von jemandem, der dort steht, wo du hin willst, zu 100% umsetzt, genauso wie das Marmorkuchenrezept, dann wirst du auch die gleichen Resultate erzielen. Und wenn da die Investition, und das natürlich auch Invest kommt ja von Investition, das holst du ja nochmal raus. Das ist ja jetzt nicht einfach, dass du Geld in was reinsteckst. Vorausgesetzt ist natürlich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, so wie bei mir, dass du da abgeholt wirst, wo du gerade stehst und auch ins Geldverdienen reingebracht wirst. Davon spreche ich jetzt auch. Wenn du da nicht in dich investiert hast, so dass es auch schon wirklich wehgetan hat, dass du auch mal deine Ängste überwunden hast, so wie das bei mir ja auch war, als ich zum ersten Mal im mehrfach fünfstelligen Bereich Geld ausgegeben habe, beziehungsweise investiert habe für ein Coaching in mich, da kommen natürlich die tollsten Hirngespinste auf, da kommen Existenzängste auf, da kommen die Gedanken auf, kriege ich das Geld jetzt wirklich alles zusammen und was ist, wenn es nicht funktioniert oder so. Aber ich habe mich da inzwischen schon so mental umgeswitcht, dass ich überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenke, was ist, wenn es nicht funktioniert. Ich sehe ein Mentoring-Programm, sehe, wo der oder diejenige steht. Steht die dort, wo ich hin will? Okay, buchen. Weil ich weiß ganz genau, nur diejenige, die dort steht, wo ich hin will, kann mich auch dorthin begleiten, die kann mir das Marmorrezept liefern. Und wenn ich zu 100% das so umsetze, wie ich das Rezept von demjenigen bekomme, dann werde ich auch die gleichen Resultate eben bekommen. Hallo liebe Sabrina, das geht ja gar nicht anders. Also muss ich Erfolg damit haben. Und wenn ich dann jetzt nicht wirklich investiert habe in einer Größenordnung, wo es weh tut, dann werde ich bei der kleinsten Herausforderung, wenn mal Aufgaben auf mich zukommen, die mal nicht so bequem sind, und die kommen ja immer auf einen zu, weil wenn du deinen Seelenplan entdecken und deinen Seelenberuf kreieren willst, dann wirst du auch mit Aufgaben mal frontiert werden, um es mal so zu sagen, die mal unbequem sind, weil du verlässt ja deine Komfortzone. Ich erlebe das zum Beispiel bei meinen Akademikerinnen und Akademiker, wenn es darum geht, die Lebensstory zum Beispiel zu schreiben, mal genau hinzugucken, was macht mich denn aus? Da kommt man halt auch schon mal in Prozesse rein, die mal nicht so angenehm sind, weil die eigene Lebensstory nach der Anleitung, wie ich sie weitergebe, hallo lieber Jens, da geht es schon sehr in die Tiefe rein. Und wenn du dann für so ein Mentoring-Programm zum Beispiel nur 50 oder 100 Euro investiert hast, dann lässt du es, dann machst du es nicht mit der gleichen Intensität, als wenn du wirklich mal auch durch deine Ängste gegangen bist und
dich committed hast, zu 100% das Ding jetzt durchzuziehen und mal ein paar tausend Euro zum Beispiel investiert hast. Macht das Sinn für dich? Hallöchen, lieber Jens. Verstehst du, was ich damit meine? Warum kostenfreie Hilfe Impulse setzen kann, dir Inspirationen geben kann, aber wenn du wirklich in deinem Leben durchstarten möchtest, dann macht nur eines Sinn, dass du in dich investierst, weil du dich damit einfach zu 100% dann committest. Und wenn du das Rezept, was du damit anhand bekommst, von dem oder derjenigen, die dort ist, wo du hin möchtest, genauso umsetzt, dann kannst du auch nur die gleichen Resultate erzielen. Das heißt, deine Investition mehrfach zurückbekommen. Ja, das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Das sind Dinge, die immer wieder beschäftigen. Und ich glaube, wir haben jetzt mal so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht und da mal so ein bisschen Klarheit reingebracht. Warum es wirklich immer, immer klug ist, in sich zu investieren, sich jemanden an die Hand zu nehmen, die dort oder der dort ist, wo du hin möchtest. Und auch durch die Angst zu gehen. Ja, lieber Jens, Commitment muss manchmal wehtun, genau so ist es. Und auch durch die Angst zu gehen, die da aufkommt in Form von Existenzängsten und was weiß ich alles, was der Kopf einem alles für ein Kram einfach erzählt. Ich kenne das von mir nur zu gut, aber ich habe inzwischen gelernt, auf mein Herz zu lauschen, auf den ersten Impuls, wenn sich etwas stimmig für mich anfühlt, spontan, erster Impuls, Intuition, ich gucke nicht noch nach der Sternenkonstellation oder guck, was das Pendel sagt oder die Kartenlegerin oder keine Ahnung, schon gar nicht, was das Umfeld dazu sagt, sondern hier, lass mein Herz sprechen. Das Herz kann dich nicht betrügen. Das Herz kann dir nur den Weg zeigen. Okay? Und deshalb ist es so wichtig und klug, in sich zu investieren, weil ansonsten mit diesen kostenfreien Angeboten, auf dem Weg, wie ich das eben erklärt habe, metaphorisch gesprochen, du sitzt auf einem Boot auf einem See und fährst mit deinem Boot sternenförmig in der Gegend rum. Guckst hier mal nach einem kostenfreien Angebot, setzt da mal ein bisschen was um, dann guckst du hier mal, dann guckst du dort mal, dann guckst du da mal und so schipperst du auf deinem See rum und da ist das rettende Ufer, aber das Navigationssystem dahin, das fehlt dir, weil dein Commitment fehlt letzten Endes und ja, deine Investition in dich selbst in der Richtung. Der Anreiz, wirklich das Navigationssystem, das Kuchenrezept zu befolgen, das hast du ja damit. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße, bis ganz bald. Ciao.